Jutnuhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Man of, nee, Down of Man. Und zwar sind wir jetzt schon im mesolithischen Zeitalter und stehen kurz vor dem neolithischen. Da gucken wir uns mal an, was wir da alles so machen könnten, wenn wir denn da mal so weit sind. Dafür brauchen wir allerdings 15 Wissenspunkte. Und zwar können wir Untergrund. Ich nehme an, der soll Untergrundbergarbeit heißen und nicht Unterbund. Die Schilfdachdeckerei. Bin ich für Hütte, Lagerhütte, Getreidespeicherstelle, Weber, Ausstatter, Werkstatt, Lehm und Maurerarbeit. Cool. Ungraben, auch cool. Dann hier natürlich, dass wir dann unser eigenes Zeug anbauen können. Ziegendomestizierung, Schaf und Schwein. Das Weben, damit wir dann bessere Kleidung bekommen. Pfahl herstellen, da können wir dann Brücken bauen und Esel domestizieren. Und Megalithismus, das heißt, da können wir dann die Ritualität ausbauen. Ja, da freue ich mich drauf. Und dann gucken wir mal, was wir da so machen. Jetzt sind wir schon mal bei 20 Leuten angelangt. Haben 6 Wissenspunkte, es fehlen uns also noch 9. Mal mit. Absolut. Das hier nehme ich erstmal den Bären. So. Und haben wir. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so gut geht. Das ist so eine clevere Idee, war. Jawohl, war. Voll Nashorn, geil. Elf Fleisch gibt's und Wollnashorn. Heiliger Bimbam. Cool. Auch mit dem Schlitten schön abholen. Das ist klasse. Sehr schön, na, das hat sich doch mal gelohnt. Also immer aufpassen, ob wir da hier nicht so ein Nashorn in der Gegend haben und dann einfach da mal rufbolzen. Klappt es auch mit dem Essen. Leider haben wir keins mehr in der Gegend. Ah, Eisenerz. Brauchen wir noch nicht, weil haben wir noch nichts von. Was fährt er denn durch die Gegend? Ach, Fleisch. Cool. Jürka ist an Altersschwäche gestorben. Ja, passiert. Aber es ist wenigstens keiner verhungert. Wir hatten bisher erst einen mit einer Krankheit. Und das war durch eine Entzündung, durch einen Bärangriff. Und siehst du, so ist der Zyklus des Lebens. Einer stirbt, einer wird geboren. Ja. Sind dann wieder bei 20 Mannequins. So, gleich haben wir wieder den Winter überlebt. Das ist sehr schön. Wir haben genug Essen, wir haben genug Kleidung. Wir haben genug Hunde. Den Winter überlebt, wir sind plus 1. Geht doch. So, im Sommer wird es natürlich wenig Wollnashörner geben. So, Moment, stopp. Ach, so rum.
Sehr schön. Müssen wir wirklich mal gucken, was es hier so für Tiere. Wir haben keine Feuerstelle. Da war ja noch was. Mist. Aber eigentlich brauchen wir Feuerstein auch nicht mehr. Ein neuer Mensch ist deswegen beigetreten. Sehr schön. Weil machen wir uns nicht vor. Hier brauche ich kein Feuer. Doch, ich brauche auch Feuerstein. Ach je. Okay, also wir suchen uns Feuersteine. Als Feuerstein. Wo haben wir hier Feuerstein? FIFA, da ist Feuerstein. Feuerstein. Dann nehmen wir erstmal den hier. Sehr schön. Da machen wir dann aber auch noch Feuerstein. Machen wir da hinten noch ein Yacht. Auf den Esel. Hat sich da mal ausgeeselt. Verlangt Wasser mal 250 müssen plus 1. 10, aber wir brauchen noch 5. Urik ist halt sehr schwierig gestorben. Gut, wir werden einfach mal noch Hütchen bauen. Da freuen die sich. Ich hätte vielleicht mal 250 Wissen plus 1. Wir haben schon 11, das ist klasse. Das angekommen ist mich aber nicht, aber genau, wiedersehen. Wir wollen nichts kaufen, wir wollen uns selber ernähren. Was denn hier? Trocken. Muss ich auf den Herbst warten, okay. Hier auch nochmal rocken, jawohl. Was haben wir hier? Ein Baum. Sehr schön. Wir sind im Herbst. So, stopp. Ah, geerntet, sehr schön.
Ich ernte schlecht. Sommer, okay, ist nicht Sommer. So, dann mal los. Sehr schön. Rentier. 12 haben wir schon, cool. Riesenhirsch ist geflohen. Das ist unschön. Fleischproduktion läuft momentan wieder richtig gut, finde ich klasse. Ein neuer Mensch ist der Saison beigetreten, mal 3. Jetzt sind wir schon 23 Leute. Klasse. Aber das heißt natürlich auch, demzufolge brauchen wir mehr. Mehr Fleisch und Essen. Wir werden hier mal noch einen Karren bauen. Ist denn der Karrenbauer? Ach nein, Karrenbauer. Der war flach, extrem flach. So, wir haben Winter. Jetzt werden wir mal ein bisschen Ausschau halten nach so einem Riesenmammut. Quatsch. Nach einem Wollnashorn. Ey, das war echt klasse. Hat ordentlich Fleisch gebracht und heute kann man gerne wieder haben. Wenn jetzt hier halt in der Gegend gerade so rumeiert, dann wo hier eiert nichts. Und hat sich ausgeeiert. So, wir werden hier mal noch ein paar Bäume abholzen. So, und wie Sie sehen, sehen Sie ein oder wird erreicht, sehr schön. Sehr schön. Jawohl. Klasse. Für Nachschub ist gesorgt, auch ohne Wollnashorn. Obwohl das natürlich echt klasse war. Aber man kann nicht alles haben und deswegen sind wir auch mit zusätzlichen Bison zufrieden. Ein neuer Mensch wurde geboren. Cool, jetzt sind wir schon 24. Okay.
Bitte überlegt, wir haben 15 Punkte, wir schreiten fort in ein neues Zeitalter. Weil das Zeitalter neolithisch frei. Ja, voilà. So, jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Wollen wir Feuerstein, Kupfer und Zinn Eisenminen erforschen? Wollen wir Schilfdachdeckereien machen? Weil dann können wir eben nicht andere Hütten bauen. Was ja vielleicht gar nicht verkehrt ist. Wollen wir Befestigungen machen? Weil dann können wir unser Dorf ein bisschen was rumziehen. Ja, mal gucken. Erstmal müssen wir ja sowieso die... Und hat sich eine Krankheit zugezogen. Oh. Aber er wird wieder gesund, sieht er? 73, aber sehr schön. So, Landwirtschaft. Landwirtschaft erlaubt es dir, die Nahrungsproduktion zu automatisieren, um mehr Menschen in deiner Siedlung versorgen zu können. Du kannst eine Vielzahl an Feldfrüchten pflanzen und sie in Ernten verarbeiten, um deinen Einwohnern Nahrung zu geben. Feldfrüchte werden meist im Winter oder Frühling gepflanzt und im Sommer oder Herbst geerntet. Es ist wichtig, eine Vielfalt an Feldfrüchten zu pflanzen, da Krankheiten ganz schnell eine einzelne Spezies auslöschen können. Stelle sicher, dass du genügend Sicherheit zur Verfügung hast, um die effiziente Ernte zu maximieren. Von allen Feldfrüchten sind Halmfrüchte wohl die wichtigsten, bis die erhält man nicht nur Getreide, sondern auch Stroh, welches als Baumaterial und Tiernahrung benutzt werden kann. Cool. So. Jagdhirsch. Axa ist an Halt. Erlaubt es dir, Halmfrüchte zu ernten und zu pflanzen, was das neolithische Zeitalter freischaltet. Erhöht die Menge der Menschen dramatisch, die du jederzeit zufällig ernähren kannst. Dies ist eine der wichtigsten Technologien in der Geschichte der Menschheit. So. Wo machen wir denn? Machen wir hier einfach. Sehr schön. Hirsch ist geflogen. Räuberangriff. Oh oh. So, kommt alle mal hier. Alle mal her hier. Dass die Hunde nicht mitkommen. Oha. Schön, die Hunde machen nichts oder was? Ja, die sind mal weg da. So. Jetzt haben wir wieder viel Platz für neue Leute. Das heißt, man sieht, wie wichtig es ist, dass wir eine Palisade bauen. Thank you.
geflohen. Sehr schön, jetzt sind wir wieder bei 20. Wenn wir die Verluste ein bisschen drin holen. Das ärgert mich schon ein bisschen. Okay, für Fläche ist gesorgt. So, der Bär wird ausgeweitet, haben wir wieder ein bisschen an Fleisch. Wiesner ist geflohen, das Pferd ist geflohen. Und Sturm. Na, das übliche halt. Und jetzt im Herbst. Macht die Kinder, was da soll. Jetzt sollte geerntet werden, da passiert nichts. Hier passiert nichts.
Ja, noch ein Lagerhaus brauche ich nicht. Hier mit dem Stein hin. Gute Reise, ne? Achso, das war bestimmt der, Händler. So, ist wieder Winter. Jetzt müssen wir mal gucken. Könnten wieder mal so ein schönes Wollnashorn oder auch so ein Mammut will ich auch gerne mal nehmen. Nicht mehr, weil die wird nicht mehr. Aber wir haben erstmal wieder schön Fleisch. Für den Winter reicht's. So, 23 sind wir wieder. Schön. Dieser Tisch ist geflohen. Minus 1 Grad. Ja, und da geht man natürlich sehr gerne schwimmen. Höhlenlöwe, also wo ist denn der? Oh oh. Okay, der hat Gott sei Dank einen anderen Opfer gefunden. Oh, wir haben 7. Moment. Was nutzen wir jetzt? Wollen wir als erstes ziehen? Also hatten wir eigentlich immer eine relativ sichere Nahrungsquelle. Ja, machen wir. Brauerei. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo kriegen wir hier Schafe? Ja. Sind die von selber? Ziegen, mein Gott. Du musst die Ziehungstechnologie erlauben, es dir wilde Tiere zu ziehen. Sobald die Technologie erforscht ist, kannst du wilde Tiere fangen oder sie von Händlern ankaufen. Um ein wildes Tier zu fangen, musst du ein Jungtier der richtigen Art auswählen und auf die Fangtaste klicken. Der sicher so genügend Platz in deinen Sonnenstellen besitzt, wenn die Tiere im Winter sterben. Das ist ungünstig. Heißt, wir müssen dann wirklich erstmal. Ich habe hier nirgendwo gesehen, dass ich einen Stall bauen kann. Warte mal. Mal gucken. So, was haben wir denn hier?
Bestelle. Wenn ich Schiff starte, Greiberg auch. Gut, okay. Hätte man sich vielleicht mal vorher durchlesen sollen. Ein Bock, kenne ich. So, haben wir hier unten eine Rumlunge, dann macht er hier inaktiv. Ängste. Das ist bereits gepflanzt. Okay, gut, dann ist er inaktiv. Sommer, was haben wir denn da? Im Sommer. Da, den Frühling. Frühling. Was hat denn der? Haut oder? Da war ich wieder bei zwei. So, damit mache ich aber erstmal Schluss für heute. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Hightower.